Zicalo-Rep gibt uns als eines der führenden globalen Unternehmen natürlich die Möglichkeit, auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben. In diesem Fall ermöglicht sie Farbenblinden, ein komplett neues Seherlebnis zu haben. Natürlich war zuerst einmal die Grundidee da, dass wir die Farben personifizieren und eine Geschichte erzählen wollen. Aber nachher fängt dann der Feinschliff an. Man tut wirklich jede Szene einzeln behandeln, schaut, dass das dramaturgisch Sinn ergibt. Dann ist auch der Marco dazugekommen, der dann dramaturgische Kniffs reingebracht hat. Und so ist schlussendlich das gesamte Werk entstanden. Aber es ist alles natürlich auf einer Idee schlussendlich basierend gewesen. Wie kann ich die Gefühlswelt von dieser Frau auch visuell darstellen? Und dort haben wir nach einem Drehort gesucht, der einfach überwältigend von der Architektur, wo man merkt, hey, dort wohnen viele Leute, dort sind eigentlich viele Leute, aber trotzdem ist sie einsam und dass die Kulissen sie fast ein bisschen verdrückt. Dann sind wir ziemlich schnell zum Schluss gekommen, das muss irgendetwas Sozialistisches sein. Wir müssen irgendwie krasse Architekturen finden. Nicht selber ein Scout vor Ort, sondern unsere Serviceproduktion hat ein Scout. Die arbeiten meistens mit ganzen Katalogen von Bildern, denen sie uns zeigen, was für Locations sie uns anbieten können, wenn wir bei ihnen drehen. Wir haben in dem Katalog die Blocks gefunden, so heissen die Bauten in Belgrad, wo wir schlussendlich gedreht haben und wo wir die gesehen haben auf den Location Scouting Bildern, ist klar gewesen, das ist das perfekte Setting für die Dame in Rot. Die Tatsache, dass wir den Edi-Filmpreis jetzt bekommen haben, ist ein Ansporn, weiterzumachen und auch irgendwo eine Bestätigung, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.